Ja, hey zusammen, ihr geilen Gesichter da draußen. Was geht ab? Da sind wir wieder zurück beim Star Trek Adventskalender an Tag Nummer 4. Und die 4 habe ich leider beim Aufnehmen der anderen Folgen bisher noch nicht gefunden, dass ich jetzt sofort souveräner hätte drauf zeigen können. Aber jetzt habe ich sie gerade erspäht und zwar da. So sieht's nämlich aus. Da ist die Nummer 4. Die öffnen wir so gleich. Wieder ein bisschen größer als die Nummer 3 gestern. Aber nur ein bisschen. Und die Nummer 3 war ja auch, trotz ihrer Kleine, hat sie überzeugt mit ihrer Ausgefeiltheit. So, was haben wir da? Oh, okay. Da muss ich leider. Da bin ich jetzt gerade schon. Muss ich gerade rätseln. Das war. Ach Gottchen. Jetzt werde ich wieder gesteinigt. So, da. Beutel Nummer 4. Na, hallo hier, Fokus. Da. Da. Das wird es werden. So. Und dann schauen wir doch mal, dass wir es aufgebaut bekommen. Aber natürlich erstmal gucken wir uns hier die Teile an. Vielleicht haben wir hier einen Print dabei. Ich weiß es nicht. Ach, wow. Schauen wir mal kurz rein. Ihr hört, es geht nasetechnisch immer noch nicht so wunderbar, aber es ist, wie es ist. Aha, da haben wir auch ein paar Transwar-Teile. Transclearant-Teile wieder. Aber anscheinend keine Prints. Das ist aber auch nicht schlimm soweit. Wir haben ein paar Fliesen. Upsala. Ein paar Fliesen. Da gucken wir doch gleich mal, wie so die Qualität ist. Ja, Mikrokratzer. Ihr seht's. Ja, sind ein bisschen angemattet durch die ganzen Kratzerchen. Dafür aber, so auf den ersten Blick, diese Transclear-Teile finde ich da gar nicht mal so verkehrt. Auch hier ein paar einmal Zweier. Dann auch wieder natürlich hier eine Bar. Ja. Und Transclearant. Transclearant Blue. Die finde ich aber auch okay. Sind auch schick. Na gut, dann gehen wir mal ans Bauen. Und da haben wir sie auch schon fertig. Die USS Reliant. Das ist sie. Die Reliant war es nämlich. Haha. Ja, manchmal ist halt, ne, ich bin da absolut nicht mehr, nicht wirklich so komplett im Thema. Also bitte verzeiht mir da. Aber es soll die Reliant sein. Und ich sag's nochmal, in diesem Maßstab, Sachen darzustellen, ist halt wirklich schwierig. Und das sind halt Mini-Builds, deswegen muss man da ein paar Abstriche machen. Aber ich finde trotzdem, dafür machen sie echt einen richtig, richtig guten Job einfach. Ich bin echt überrascht. Ich finde, man kann es erkennen. Ja, sehr, sehr schön. Wieder ein paar Transclearant-Teile hier. Da nochmal. Sehr schön. Und diesmal der Stand. Ist auch diesmal ziemlich stabil, muss ich sagen. Es sei denn, man reißt. Also hier, ne? Wir haben jetzt hier den Stud abgerissen. Anstatt die Bar rausgedrückt. Also das ist schon stabil jetzt diesmal. Das ist ganz schick. Ja, auch das wieder ein sehr schnickes Modell aus dieser kleinen Reihe. Wieder ein kleines Ersatzteil mit dabei, ist klar. Und da haben wir sie wieder. Das werde ich nicht immer machen können, hier die Teile zusammenzustellen, weil irgendwann wird es halt zu viel. Aber, hoppala, niesen, Achtung. Verzeihung. Naja, was soll ich machen? Aber auch hier ein schönes Modell für die Familienzusammenführung. Das ist doch schön. Ich freue mich auf den morgigen Tag. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid dabei. Und dann würde ich sagen, einen wunderbaren Tag. Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht es gut. Ciao, ciao!